Hallo und herzlich willkommen zu HitDice. Mein Name ist Dustin und in diesem Video habe ich Big News für euch, denn ratet mal, was das hier bedeutet. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Der Wahnsinn, oder? Ich habe es echt geschafft, ins Spotlight-Programm aufgenommen zu werden. Roll20 sponsert mich ab jetzt. Was bedeutet das eigentlich? Also erstmal vorab, bevor wir mit irgendwas hier loslegen, huge Shoutouts an Daniel Schmidt. Du hast mir großartig geholfen. Daniel hat mir geholfen, die Sachen, die ich auf Deutsch verfasst habe und in stümperhaftes Fünftklässler-Englisch übersetzt habe, in ordentliche Sprache zu bringen. Das Ganze konnte ich dann absenden an Roll20 und ja, es hat geklappt. Es war überzeugend genug und das mit Sicherheit nicht nur auf Basis meiner Englischkenntnisse. Was ist das Spotlight-Programm überhaupt? Das Spotlight-Programm ist sozusagen die Plattform, über die man sich als Influencer bewerben kann, als YouTuber, als TikToker, keine Ahnung, theoretisch alle Möglichkeiten, wie man irgendwie für ein Produkt, naja, was machen könnte. Und ja, die bieten einem dann an, zumindest wenn man sie überzeugen konnte, dass sie einem in irgendeiner Form entgegenkommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Geld dafür bekomme. Ich bekomme keinen Cent. Ich bekomme sozusagen Produkt als Gegenleistung. Und ja, das ist es im Grunde auch. Ich habe denen geschrieben, hey, passt mal auf, ich bin auf dem deutschen Markt aktiv, ich mache Videos, ganz viele davon sind zu Roll20, zum jetzigen Zeitpunkt alleine sind schon 50 Stück davon online. Ich habe bis jetzt nur Sachen für Free-User gemacht, ich würde aber eigentlich ganz gerne auch mal auf die Sachen für Plus- und für Pro-Member eingehen. Allerdings habe ich im Moment keinen aktiven Account und die haben dann gesagt, okay, das können wir doch ändern, den stellen wir dir zur Verfügung. Und ja, ich habe einen Account bekommen für ein Jahr. Und mit dem kann ich jetzt dann machen, was ich möchte im Grunde. Also ich kann den privat benutzen, ich kann den für Videos benutzen und das ist eigentlich das, was ich auch wirklich vorhabe. Denn für privat habe ich gar nicht so super viele Zwecke, weil die meiste Zeit sitze ich dann doch richtig am Tisch. Und naja, da ist Dynamic Lighting und sowas dann alles gar nicht so ultra spannend. Ja, könnt ihr dann vielleicht auch verstehen. Aber ja, jetzt habe ich's. Und ja, mit diesem Angebot kann ich jetzt also unendlich viele coole Videos für euch machen, denn jetzt ist ja wieder eine riesen Palette an Dingen dazugekommen, API-Skripte, Dynamic Lighting, wie das funktioniert, alle möglichen anderen Dinge, die ich jetzt mal erklären kann und das kommt in Zukunft auch noch. Das heißt, es wird weiterhin die Free-Feature-Videos geben, es wird aber auch noch die Videos dann für Plus und Pro geben. Und ja, ich denke mal, das Ganze wird auf jeden Fall sehr spannend bleiben und ich habe auch noch die Möglichkeit bekommen, einige Sachen zu reviewen. Und diese Review-Videos, die werde ich euch natürlich dann auch regelmäßig zur Verfügung stellen, um euch einfach mal zu zeigen, was gibt es eigentlich auf dem Marketplace, was ist vielleicht besonders cool oder warum ist das cool. Und ja, es wird allerdings immer meine persönliche Meinung sein. Wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt. Ich werde trotzdem vorsichtshalber, weil ich mir einfach nicht so ganz sicher bin, wie das jetzt eigentlich läuft. Es gibt ja diese Freigrenze von bis 1000 Euro, wo man das nicht angeben muss bei Schenkung. Und es ist ja irgendwie eine Schenkung. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie das ist. Deswegen werde ich von jetzt an meine Videos, zumindest die zu Roll20, in der Form kennzeichnen, dass ich diesen Werbetext da oben einblenden lasse, der auch am Anfang kurz zu sehen gewesen ist. Einfach nur, um das mal zu testen oder damit ihr wisst, was dann da oben stehen wird. Ich glaube, 20 Sekunden lang wird das eingeblendet, dass dieses Video Produktplatzierung enthält. Das ist zwar nicht so ganz richtig, glaube ich, aber wie dem auch sei. Da will ich auf Nummer sicher gehen, einfach nur, um richtig auf der richtigen Seite zu sein. Und ja, das wird dann also bei den Pro-Videos auf jeden Fall drin sein in Zukunft. Ja, und was bedeutet das jetzt für euch? Das bedeutet, dass ich weiterhin die Free-Videos machen werde. Ich werde jetzt aber auch welche zu den Bezahlversionen von Roll20 machen. Ich werde die Review-Videos machen, wo ihr dann Sachen sehen könnt aus dem Marketplace. Und ja, ich denke, dass es auf jeden Fall sehr, sehr spannend bleibt. Außerdem werde ich anscheinend auf dem Blog von Roll20 auch bald erwähnt werden. Dafür mache ich auch gerade so ein kleines Promo-Video. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen das deutsche Gesicht von Roll20 bin. Also ich bin nicht von denen angestellt, ich arbeite nicht für die. Ich habe einfach nur diesen Account kostenlos bekommen. Aber hey, mega cool, oder? Also, wenn es euch interessiert, wie das Ganze weitergeht oder wenn ihr euch wundert, warum plötzlich meine Videoformate sich ein bisschen verändern und wieso ich bei einigen am Anfang dieses Vorvideo einblende, beziehungsweise diese Werbeeinblendung, nicht Werbung, nein, Promotion-Einblendung, wie dem auch sei, dann liegt das also daran, dass ich diesen coolen Account von denen bekommen habe. Und wer weiß, was da in Zukunft noch auf mich zukommen wird. Ihr werdet es erfahren, ich halte euch auf dem Laufenden. Und auch schon mal als Info vorab, es wird bald ein neues Kanal-Intro-Video geben, denn es wird sich ein bisschen was auf dem Kanal auch noch verändern. Das hat gar nichts mit diesem Sponsoring zu tun. Und es wird auch noch ein Kanal-Update geben, denn es gibt bald neue Themen, mehrere Content-Reihen, die beginnen werden und es gibt bald nicht mehr nur mich auf diesem Kanal und das wird mega spannend, glaubt's mir einfach. Also, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende oder wann auch immer ihr dieses Video seht, noch eine schöne Woche, einen großartigen Tag und
Wir sehen uns im nächsten Video.